Teil 4. So, herzlich willkommen zu Medizin nicht für Dummies. Dietmar Schmale, mein Name, Studienberater bei der Firma Edocon. Weitere Videos von uns findet ihr auch unter dem Hashtag nicht verzagen, Peter fragen. So, wir schauen uns jetzt mal an die Veränderungen der Auswahlgrenzen zum Wintersemester 2021 im Vergleich zum Wintersemester 2020. Bei Humanmedizin haben sich die Auswahlgrenzen zum Wintersemester 2021, also wie viele Punkte brauchte ich im Auswahlverfahren der Hochschulen an diesen 39 Unis, an fast allen Unis oder an der überwiegenden Mehrzahl der Unis verringert. 38 Mal ist die Auswahlgrenze gesunken, in der Spitze um 7 Punkte in Saarbrücken. 12 Mal ist die Auswahlgrenze gestiegen, in der Spitze um 5,5 Punkte in Magdeburg. 10 Mal ist die Auswahlgrenze gleich geblieben im Vergleich zum Vorjahr. So, wir haben aber nur 39 Unis. Jetzt habe ich gesagt 38 plus 12 plus 10. Woran liegt das? Die einzelnen Unis oder viele Unis haben im Auswahlverfahren der Hochschulen sogenannte Unterquoten. Auswahlverfahren der Hochschulen, 60% der Studienplätze, größtes Stück des Kuchens, wurde an den Unis nochmal in zwei oder drei Unterquoten unterteilt. So kommen wir zu den Zahlen. Aber eben an den meisten Unis hat sich da die Auswahlgrenze verringert. Das ist ein Trend, den wir auch in der Zahnmedizin gesehen haben. Bei der Tiermedizin allerdings ist eher eine leichte Erhöhung im Vergleich zu einem Jahr zuvor zu sehen. So, das war's ganz kurz zur Veränderung der Auswahlgrenzen. Ihr könnt hier noch weitere Videos sehen, wo es noch genauer ans Eingemachte geht. Herzlichen Dank. Tschüss.